Wer ist dieser Mailadmin? Wir zeigen Ihnen, was dahinter steckt. Mailadmin. E-Mails kommen nicht an. Mail Delivery failed. Returning message to sender. Wenn Sie kurz nach dem Versand einer E-Mail diese Meldung vom Mailadmin erhalten, ist etwas mit der Zustellung schiefgelaufen. Doch warum kommen Mails manchmal nicht an und welche Rolle spielt dabei dieser ominöse Mailadmin? Wer ist dieser Mailadmin? Obwohl man anderes vermuten könnte, ist der Mailadmin kein Wesen, das Böses im Schilde führt. Weit gefehlt. Der Mailadmin ist das Programm, das für die Zustellung Ihrer E-Mails sorgt. Und dieses Programm informiert Sie auch per Fehlermeldung, wenn und vor allem, warum Ihre E-Mail nicht zugestellt werden konnte. Erhalten Sie also Post von Mailadmin at irgendwas, lohnt sich ein Blick auf die Ursache. Zwei Kategorien von Mailadmin-Mails. Je nach Ursache enthält die Demon-Mail eine Fehlermeldung aus dem 400er oder 500er Bereich. 400er Fehlermeldungen zeigen ganz pauschal gesagt ein zeitlich begrenztes Problem an. Hier reicht meist ein wenig Geduld, bis die Mail letztendlich doch zugestellt wird. Anders sieht es bei den Fehlernummern im 500er Bereich aus. In diesem Fall kann die E-Mail definitiv nicht zugestellt werden und Sie müssen tätig werden. Ursachen und Beispiele für Fehlermeldungen. Im Folgenden haben wir ein paar Beispiele für Sie zusammengestellt, die sehr häufig vorkommen. Bitte beachten Sie, dass sich der Wortlaut zu den einzelnen Fehlermeldungen unterscheiden kann. Wichtig ist jedoch, dass Sie jetzt einen Einblick bekommen, auf was Sie achten müssen. Ursache Nummer 1. Vertippt. Der häufigste Grund, dass eine E-Mail nicht zugestellt werden konnte, ist eine falsche Empfängeradresse. Die entsprechende Fehlermeldung lautet dann 550 ist gleich Fehlermeldung aus dem 500er Bereich, requested action not taken mailbox unavailable oder unknown user. Oder Sie haben hinter dem @-Zeichen falsche Angaben gemacht, also zum Beispiel .net anstelle von .de. Hier lautet die Fehlermeldung unroutable domain bzw. host unknown. Gegenmaßnahme. Prüfen Sie nochmals in der Domain-Mail die angegebene Adresse bzw. den Teil hinter dem @-Zeichen und versuchen Sie es erneut mit den korrekten Adressdaten. Ursache Nummer 2. Mailbox voll. Ist das Postfach des Empfängers voll, kommt Ihre Mail an Sie zurück und es wird ebenfalls eine Fehlermeldung mit der Nummer 550 ausgespielt. Die Fehlermeldung lautet dann Mailbox Quota Exceeded. User has too many messages on the server oder Permission Denied Command Output Maildrop Maildir Over Quota. Gegenmaßnahme, falls Sie Anhänge versenden wollten, versuchen Sie diese zu verkleinern, also zum Beispiel in Form einer ZIP-Datei zu versenden. Hier werden die Dateien in einen komprimierten Ordner gepackt und dadurch verkleinert. Nach dem Entpacken hat der Empfänger die Datei wieder in der Originalgröße verfügbar und so geht's mit einer ZIP-Datei. Markieren Sie die Datei, die Sie als E-Mail-Anhang versenden möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Dateien. Klicken Sie auf Senden an. Klicken Sie auf ZIP-komprimierte Ordner. Ihre ausgewählte Datei wurde komprimiert und als Sendung versendet werden. Ursache Nummer 3. Mailserver nicht erreichbar. Es kann passieren, dass der Mailserver des Empfängers zeitweise nicht erreichbar war. In diesem Fall lautet die Fehlermeldung zum Beispiel Could not send message for 4 hours. Gegenmaßnahme, warten Sie zunächst ab und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Ursache Nummer 4. Überlastetes System. Lautet die Fehlermeldung 4xx administrative reject, so herrscht eine große generelle Überlastungssituation. Das System verweigert die Annahme für eine gewisse Dauer.
Auch hier heißt es, abwarten und Tee trinken und gegebenenfalls nochmals versuchen. Achtung, Spam, gefälschte Mailer-Domain-Mails. Auch Spammer bzw. Hacker wissen das Thema für sich zu nutzen. Häufig werden gefälschte Mailer-Domain-Benachrichtigungen verschickt. Darin können sich auch verseuchte Links oder eine Phishing-Falle befinden. Fragen Sie sich daher immer, ob Sie überhaupt gerade eine E-Mail versendet haben. Achten Sie außerdem auf den Betreff der Daemon-Mail. Meist genügt ein Blick, um zu erkennen, ob Ihr Mailversand tatsächlich fehlgeschlagen ist oder ob es sich dabei um Spam handelt. Verschieben Sie gefälschte Daemon-Mails, genau wie alle anderen Spam-Mails, direkt und ungeöffnet in Ihren Spam-Ordner. Haben Sie auch Probleme beim Versand von Nachrichten? Oder andere Probleme? Schreiben Sie uns einfach einen Kommentar. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben natürlich und ein Abo unseres Kanals. Bis zum nächsten Video.